Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Kraft. Im letzten Part haben wir viel mit Chris geredet und wir haben ganz viel Holz abgebaut, damit wir ja heute endlich an dem Haus weiterbauen können. Was ich auch hoffentlich machen werde, wenn ich dran denke. Und ja, ich würde sagen, ich hole jetzt den Chris wieder rein und dann geht's los. Du bist schwul. Nein. Verdammt. Ah, meine Nase ist zu. Musst du sie wieder aufschließen? Ja, ich habe letzt das OBS versucht, was du mal benutzt hast, und ich finde das total scheiße. Ich bin auch scheiße, wundert dich. Ja, passt zu dir, ich weiß. Aber ich habe wirklich 2 Stunden gebraucht, um halbwegs vernünftig einzustellen, dass ich ein Game Boy Advance Spiel spielen kann. Dann nach Das ist eigentlich ganz simpel. 4 Minuten ist es abge. Ist eigentlich ganz simpel. Ich habe ja bloß 1 Stunde gebraucht, um überhaupt mal das Spiel so Wieso groß zu krieg ich kriegen, wie ich das? es brauche. Warte, da musst du mir jetzt mal erklären, wie du das auf Anhieb hingekriegt hast. Also, wieso ich das auf Anhieb hingekriegt habe. Weil du scheiße bist. Und das Programm ist auch scheiße. Scheiße und scheiße gibt gut. Stimmt. Das Also. ist ja genau dasselbe Prinzip mit Minus und Plus Minus gleich Plus. Genau, ich weiß zwar nicht, wer von euch Plus sein soll oder wer von euch Minus ist, hat beide Minus, aber egal. Vor allem du mathematischer Fail gleich. Minus und Plus ergibt Plus. Minus und Plus ergibt Minus. Ich habe gesagt, nein, ich habe, ich, nein, ich habe, nein, vergiss es. Du Ich hast. habe was, nein, 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 ich, was habe ich gesagt? Jetzt gib es mal wieder und ich korrigiere dich gleich. Du Weil du hast. gibst das, was, ja? Du hast. Minus und Plus ergibt Plus gesagt. Nein, ich habe gesagt, Minus plus Minus ergibt Plus. Aber die Aussage ist auch verkehrt. Ja, weil Minus mal Minus ergibt Plus. Richtig. Aber Mathe! siehst du, du hörst mir nicht richtig zu. Du irgendwas wieder und versuchst es mir so in den Mund zu legen, Ich leg dir gar wie es nichts dir in den gerade. Mund. Du sollst mir an sich auch nichts in den Mund legen. Ich werde dir auch nichts Oh in den Mund Gott. legen. Oh Dann kannst du Gott, deine ey. Freundin fragen, ob sie dir was in den Mund legt, aber ich nein. Was soll. Bubis. Nein, ich dachte eigentlich an deinen Gummidödel. Nein. Sie besitzt noch nicht mal einen, soweit ich weiß. Ja, da geht's schon los, soweit du weißt. Der weiß eben, was du nicht weißt, was sie aber weiß. Schnauze. Du solltest mich vielleicht doch mal mit deiner Freundin reden lassen, weil so von Frau zu Frau und so. Ja, der war gut. Ja, ist doch gut, war gut. Ich bin gut. Der war gut. Du und gut. Was bist dann du? Da gibt es keine Definition mehr, tut mir leid. So schlecht geht nicht. Hätte ich fast was gesagt, was richtig fies gewesen wäre. Hau raus. So viel Negativität und Unfähigkeit kann kein Wort dieser Welt zusammenfassen. Du hast es erfasst, meine Freundin. Dieses Wort erkennt nicht mal der Duden. Denn was? Dieses Wort kennt nicht mal der Duden. Duden. Wieso habe ich jetzt Lust auf Donuts? Weiß ich nicht. Wieso verbindest du den Duden mit Donuts? Das frage ich mich auch gerade. Was ist in deinem kleinen Hirn krank und kaputt? Willst du das wirklich wissen? Nein, aber ich frag trotzdem. Weil ich scheiße bin. Genauso wie du. Der Burn. Gucci! Der Burn, auch wenn es gar kein Burn war, egal. Ich habe Lust auf Donuts, auf Schokolade und auf Wassermelone. Hat dich irgendjemand nach deiner Meinung gefragt? Bubis. Genau. Dran, das bringe ich dann immer im Gerichtssaal. Ich glaube, die Richter werden mich mögen.
Ich weiß jetzt schon meinen größten Fehler, den ich jemals im Leben begangen habe. Diesen einen Film zu starten. Hey komm, so ein unangenehmer Mensch kann ich jetzt auch nicht sein. Das glaubst du doch selbst nicht. Sonst würdest du nicht häufiger mit mir auf dem TS gammeln? Stopp. Ich gammel auf dem TS, du bist dazugekommen. Ich bin Channel Admin. Ja, aber du wir regeln, wann wir uns treffen. Treffen? Treffen, ja, treffen. Lass mich, ich hab das bewusst so aus. Ich hab das bewusst so ausgesprecht. Mhm. Ja. So. Gespeakt. Voll fresh, Alter. Ja, Mann. Ich hab's voll drauf, ne? Ich bims ein intelligent. Ich hasse diese Ich bims Sätze. Das klingelt sogar meine Deutsch-Sinne und fühlen sich vergewaltigt. Verdammt. Fühlen sich sogar meine Deutschkenntnisse vergewaltigt und unser Deutschlehrer sagt auch noch Ich bims. Ich bims ein nicer Lehrer. Ein Kumpel von mir sagt anstatt halt mal halb. Halb Maul, Alter! Ja, halt's Maul und sagt er ja. So ist es nicht nur. Halt was dein Maul, wird, du Fotze. Wenn er irgendwie erzählt, ja, das war halt so und so, dann sagt er, das war halb so und so. Ja, es war halt halb cool und halb scheiße. Ich äußere mich jetzt mal nicht dazu. Fühlst du dich durch das Wort Scheiße angesprochen? Vielleicht. Der Burn. Was? Oder der Fritz. Lauf hin! Hol dir den Ball. Oh Gott, ich hasse mein Leben. Das sieht scheiße aus, so wie Chris. Wer willst du wissen, dass ich scheiße aussehe? Ich habe ein Bild von dir. So scheiße sehe ich doch auch nicht aus. Weißt du, was traurig ist? Das stimmt halt wirklich, so scheiße siehst du doch gar nicht aus. Weißt du, was ist traurig? So scheiße siehst du auf dem Bild wirklich nicht aus. Aber weißt du, was echt traurig ist? Ein Freund hat heute seinen 20. Geburtstag, der hat einen McDonald's mit seiner Mutter verbracht. Warte, wer hat Ein Freund hat heute seinen 20. Geburtstag und den hat er mit seiner Mutter im McDonald's verbracht. Ernsthaft? Ja. Geil. Seine Mutter hat ihn zum Geburtstag zum Maggis eingeladen. Auch nicht schlecht. Ich find's irgendwie lustig, aber auch irgendwie voll traurig. Wenn man denkt, du wirst einmal... Jetzt hab ich Lust auf Chicken Nuggets, danke. Du wirst einmal 20 in deinem Leben und deine Mom lädt dich zum Maggis ein. Weil du selbst kein Geld für Maggis hast. Ich fand das irgendwie total lustig, aber ich wollte ihn nicht auslachen, weil er Geburtstag hat. Heute wollte ich einmal nett zu ihm sein und dann hat er mir sowas gesagt, da konnte ich nicht ernst bleiben. Konntest du wenigstens bitter bleiben? Nein, hat nur für Herbert gereicht. Bam, 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 badam, bam, bam. Weißt du, was eine Dampfnudel ist? Ja. Wie nennt man Dampfnudel auf Bayerisch? Dampfnudel? Mein Vater hat den Satz rausgehauen. Dampfnudel wird in der Region, aus der er herkommt, frag bitte nicht wieso, Dumpfnadel ausgesprochen. Dumpfnadel? Also der kommt nicht aus Bayern, der kommt aus irgendeinem hässlichen Teil von Schwabenland. Wahrscheinlich aus Baden-Württemberg. Hä? Wahrscheinlich kommt dein Vater aus Baden-Württemberg. Nein, der kommt aus Bayern. Ich kann dir gerne den, die Stadt oder den Ort nennen, du kannst nachschauen. Hast du vorhin schon genannt. Ich weiß ihn zwar nicht mehr. Hast du nachgeforscht? Nö. Ich bin doch nicht so dumm.
Der war gut. Okay, ich weiß, ich bin immer gut. Tja, der war gut. Ich weiß, ich bin immer gut. Der war schlecht. Ich weiß, ich bin immer gut. Nein. Ich bin selbst gut darin, schlechte Sprüche zu bringen. Oh. Ich bin doch guterer als du. Egal wie gut du bist, Züge fahren Güter. Oh Gott. Entschuldigung, den Spruch musste ich gerade denken. Egal wie gut du bist, Züge fahren Güter. Ja, das ist genauso egal wie dicht du bist. Goethe war Dichter. Ja, und egal wie neu du bist, Manuel ist neuer. Und egal wie hit du bist, Adolf war Hitler. Was? Ja, von 0 bis scheiße sieht das ziemlich scheiße aus. Von 0 bis scheiße sieht das ziemlich... Wow. So impressive, dude. Ich bin aber nicht in der Presse. Hä? Ich bin aber nicht in der Presse. Oh, doch. Oh, doch. Düften. Kennst du Düften? Hä? Kennst du Düften? Was ist das? Ob du Düften kennst. Ja, was ist das? Ja, kennst du Düften? Das sagt mir gerade nichts, deswegen frage ich doch, was ist das? Alter! Ich wette, du kennst Düften. Ich... Nein, sagt mir gerade echt nichts. Kann zwar sein, dass ich es kenne, aber sagt mir gerade wirklich nichts. Du kennst das, das weiß ich. Pommes bestehen beispielsweise aus Düften. Hä? Pommes bestehen aus Düften. Kartoffeln? Keine ja, Ahnung. Auf Blattdütsch heißen Kartoffeln Düften. Yay. Was ist wie heißen Kartoffeln auf Bayerisch? Was ist dann Düften Guckenbacke? Schwer zu sagen. Eventuell. Ja gut, man kann es interpretieren, wie man will. Entweder Kartoffelpuffer backen oder Kartoffel. Pfannkuchen. Nein. Düftenguckebacke sind einfach nur der Kartoffelsalat. Wirklich? Ja. Wow. Düften sind Kartoffeln und Düftenguckebacke sind Kartoffelsalat. Wow. Erdäpfel, tut mir leid. Wie sagt man in Bayern zu Kartoffeln? Kartoffel. Auch ganz normal Kartoffeln? Kartoffel. Kartoffel. Okay. Du hast nichts verstanden, habe ich recht? Ich wirklich, aber... War Wayne. Mir... War mir... Hä? War mich... War mich klar. Ich eins, nicer Mensch. Natürlich. Ich hasse diese Sätze, aber ich benutze sie selbst. Ich habe kein Holz mehr, ich brauche Sperrholzbretter. Chris, du hast doch einen Zwerg im Sperrmüll gefunden. Ein was? Du hast doch mal einen Zwerg im Sperrmüll gefunden. Oh Gott. Weiß der Zwerg von dem Bild? Ja. Was hat der Zwerg zu dem Bild gesagt? Sexy. Aber scheiße, jetzt weißt du, wie meine Schwester aussieht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ein Porno drehen? Hm? Soll ich jetzt ein Porno drehen über deine Schwester? Warte, wer? Was? Porno? Was? Hä? Soll ich jetzt ein Porno drüber drehen, nur weil ich weiß, wie deine Schwester aussieht? Natürlich. Okay. Du Hauptdarsteller in Darkies Hose mit dir, oder? Oh Gott, hör auf. Diese Erinnerung. Den Scheiß hab ich nicht gesagt. Ja, was kann ich dafür, wenn meine Schwester so komische Sprüche raushaut? Das liegt in der Familie. Ey. Ey. Ey, du Schwanz. Ganz, ganz dünnes. Hast du mich gerade Schwanz genannt? Nein, ich habe das Holzstück Schwanz genannt. Du scheiß Stück Latte. Oh, Latte Macchiato wird's geil.
Oh ja, komm, komm, komm. Latte Macchiato, ich will auch. Weißt du, was du bekommst? Nein. Ein Arschtritt. Den sogar noch kostenlos. Haben wir schon zu oft bekommen. Ist langsam zu langweilig. Aber nicht von deiner Mom. Hast du eine Ahnung? Deine Mom hätte dich in den Wald ausgesetzt, bevor sie dich trittet. Der Tritt wäre ihr zu wertvoll gewesen. Ja, der Spruch war fies. Keiner hat Liebe für mich, ich merke schon. Everybody hates Chris. Everybody hates für Chris. Was? Oh Gott. Schon ja heute auch so gut. Weil ich ja gerade gesagt habe, keiner hat Liebe für Chris. Mhm. Haut sie den Spruch raus. Ich liebe dich nicht. Ich bin nur mit dir zusammen, weil irgendjemand muss ja mit dir Mitleid haben. Ich mag sie, wann lerne ich sie kennen? Es war mir so klar, nach so einem Spruch, wenn ich dir das erzähle, ich mag sie direkt. Wann lerne ich sie endlich kennen? Können wir das nicht schon auf heute verschieben? Ich will sie kennenlernen. Ruf sie an. Gib mir ihre Nummer. Nee. Wieso nicht? Kannst du knicke? Aber ich war schon lange nicht mehr im Knicke-Kurs. Ich würde es einfällt, ich müsste bald wieder in den Knicke-Kurs gehen. Lauf doch! Nein, das sieht scheiße aus. Classic Pepe, Classic Pepe. Klassischer Pepe. Ja, Classic Pepe. Mehr sag ich dazu jetzt nicht. Frag mich nicht, was ich da gerade baue, aber es sieht irgendwie scheiße aus. Ich glaube, ich sollte mal wechseln. Auf was? Auf Niveau? Dahin. Das kennst du? Classic Pepe, Classic. Dann lassen wir das erstmal so. Und setzen dann auf sehr offensiv. Wow. Ich höre irgendjemand schreien bei dir, wer ist das? Ich bin am FIFA zocken, wie gesagt. Die Kommentatoren sind ja noch am labern. Labören. Hier oben baue ich da noch irgendwann was hin. Ich weiß genau, ich habe das jetzt gesagt, das heißt, ich werde es jetzt vergessen, ich weiß nicht, ich werde da oben nie was hinbauen. Weißt du was? Du bist nicht cool, wusste ich schon. Ich mag weder Karotten noch Möhren. Oh. Und du? Bist du jetzt Mitleid von mir? Nein, ich wollte es einfach nur so gesagt haben. Ich gedacht, das interessiert mich. Nein, eigentlich nicht, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Also es sieht von scheiße bis total grottenkotzhässlich schon so und ich habe mega Brechdurchfall. Warte, was? Ich baue das doch mal das. Sieht hässlich aus. Lauf, lauf, lauf! Schieß! Nein! Ich wünschte, ich könnte das einfach vergessen, was ich da gerade gebaut habe. Scheiß Fotzenfigaro. Sprichst du von dir? Ja, ich bin Fotzenfigaro. Problem mit? Ja. Und ich stehe dazu. Und ich bin stolz drauf. Bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist neu. Ja. Halt die Fresse. Nö. Wenn du mal anschreien wirst, dann schreit deine Freundin an, nicht mich. Also wenn jemand schreit, dann wird sie es sein. Ja, sie hat die Hosen an. Sie hat die Eier in der Hose. Nein, so war das ist nicht. Junge!
Was denkst du jetzt schon wieder? Sie hat die Eier in der Hose. Nein, sie hat... Sie hat mehr Eier als du in ihrer Hose. Der war gut. Ja. Oder willst du sagen, dass du mehr Eier hast als ein Eierstock für deine Frau? Natürlich. Der war echt schlecht. Du warst sogar für deine Verhältnisse schlecht. Yay, ich hab ausgeglichen. Ich bin gut. Lebe, ey, träume weiter. Träume ruhig weiter. Das heißt doch, lebe deinen Traum und das mache ich gerade. Ja, nein, deinen Traum solltest du definitiv aufgeben. Ey, ich will Notar werden. Notar? Was? Wirklich? Mhm. Wenn schon, dann Notentatter. Genau, Notentatter. Notengrabscher. Ey, was? Du begrabst die Noten von Schülern. Natürlich. Ich habe Schmerzen. Aua. Oh, bitte mehr. Ja, du stehst auf SM, gibst zu. Solange du Schmerzen hast, bin ich glücklich. Scheiße, was so Christ. Mathematiker, wenn ich bitten darf. Nicht Sadist, was so Christ. Mathematiker, wenn ich bitten darf. Du wirst Anwalt. Was hat das mit Mathematiker zu tun? Ich bin Mathematiker. Fresse. Oder um es mit den Worten von Cedos zu sagen. Oh Gott, wie ging dieser schlechte Spruch? Den suche ich jetzt. Dann such mal. Den finde ich schnell. Den müsste ich mir, glaube ich, sogar eingespeichert haben mit einem Sternchen für sehr, sehr cool. Und sehr, sehr, eigentlich, ich will es vergessen, aber egal. Ich verstehe schon nicht. Das war unter einem Bild, das weiß ich noch. Nein, das war's nicht. Ich bin Romantiker wie Buchverkäufer. Das ist auch noch nicht mal von ihm selbst. Das ist auch aus einem Track von Farid Bang. Keine Ahnung, ich bang so selten Fahrrad. Ich bin nicht objektophil. Lass es, lass es. Ich sagte Farid, nicht Fahrrad. Alter. Für mich ist das ein Fahrrad. Fahrrad bang, das, wenn das Fahrrad anfängt zu bangen. Was? Mhm, am besten noch zu Headman. Da wächst gerade ein Schleim, ich habe ihn gehört. Hä? Da wächst gerade ein Schleim, ich habe ihn gehört. Warte, was? Ja, du hast richtig gehört. I don't get it. Genau. Seh, das kann sich mal wieder nicht zusammenreißen, ne? Richtig. Irgendein Schleim wächst gerade. Tja, zum Glück bin ich kein Schleimer. Ein Mini-Pigman! Ich will diese Pigment-Zombies so gern schlagen, aber ich weiß, dass ich danach nie wieder in den Nether gehen kann. Nether! Dieter Peter! Nether liegt gerade. He is ready for you. Ja, denk mal drüber nach. Schlamm. Viel zu viel! Ich hätte Stärketränke gehabt, wieso habe ich die nicht mitgenommen? Ich bin doch einfach nur dämlich. Da ist ein Magma-Schleim! Komm her. Kennst du das Lied Hi? Ich bin manchmal Hi. Das glaube ich dir nicht. Da ist viel zu viel gerade los. Lass mich! Nicht sterben! Ich bin gestorben. Geil. Ich wurde von dem Witterskelett erschlagen. Kennst du das Lied Hi?
Nein. Ich glaube schon. Weiß ich nicht, mir egal. Also ich würde mich wundern, wenn du es tatsächlich nicht kennst. Ich will meine Sachen holen. Halt die Klappe. Was ist das für Teil? Sag dir die... Ah! Da geht man durchs Netherportal, auf einmal stehen drei Zombie-Pigments vor einem. Also, mach das nie wieder, Schweine. Der Name Lighthouse Family sagt dir doch mit was. Nö. Echt nicht? Nö. Warte, ich schick dir mal eben kurz einen Link. Aber ich bin Entschuldigung, Zelda. Ich meine Zelda. Ja, ich wollte gerade sagen, tut mir leid. Okay, schick dir eben hier den Zelda. Ah, du kriegst mich nicht. Ah, er hat mich doch gekriegt. Ich krieg dich immer. Er hat mich doch gekriegt. Mein PS4-Controller ist aus. Wow. Akku tot. Und rate mal, welches Ladekabel gerade nicht in Reichweite ist. Weh, ich verrecke jetzt wieder. Weh, 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 weh. Hä? Ich glaube, ich gehe dann jetzt aber auch mal. Hast du gerade Feppen gesagt? Pennen! Oh, es klang nach Feppen. Ja, natürlich! Gesundheit! Du hast meine Schuhe geklaut, ich will meine Schuhe wieder haben. Bitch, don't tell me what to do. Das sind meine Schuhe. Da ist der Wichser. Da ist schon wieder so ein Widder-Skelett. Ich bin schon wieder gestorben. Nein. Das ist nicht euer Ernst, Leute. Ich will mein Zeug noch haben. Wieso sind da 100.000 Widder-Skelette? Ich habe alles ausgeleuchtet. Guti, und ich gehe jetzt hin. Und ich habe beide Schwert. Oh nein, ich habe doch ein Schwert. Gott sei Dank. Mach das, viel Spaß. Tschüss. Keiner mag dich. Yep. Gute Nacht, ja, ich hab dich auch schon fast sowas lieb. Ja, bye tschüss, bye. Geh weg, hab. Endlich geh. Tschüss. Yay, er ist weg. So. Ich will mein Zeug jetzt wieder haben. Doch. Danke. Stirb. Alter, Leute, ich hasse die Nether. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich hasse sie. Ich habe ein Schwert verloren. Das kann ich sogar ehrlich gesagt verzichten. Ich muss noch dieses scheiß Skelett. Skelett zeig ich schon. Der. Bumsemann, der auf mich schießt. Ich höre ihn, da oben ist einer. Habe ich nicht auch noch einer?
ich kann was fixen. Komm rein. Hier sehe ich mehr. Komm her. Komm hierher. Wo ist er hin? Komm her. Ich habe Angst, dass der von oben einfach springt auf mich. Der ist wirklich über mir. Ah, toll. Now I'm burning. Der ist da oben irgendwo. Wo ist das? Da oben ist Nummer 1. Oh Leute, ich traue mich nicht raus. Ich renne jetzt einfach raus. Entschuldigung Leute, dass ich in der Nähe immer so ruhig bin, aber ich sehe überall eine Gefahr und ich habe überall Angst, dass mich irgendwas ankotzt und war tot. Sorry dafür. Aber Angst, die Chrissy hat, die würde ich fast die Saki, aber ich nicht Chrissy heiße, ich heiße Patricki. Und ja, ich habe wieder zwei Schwerter, so, eins bleibt hier. So, muss ich mich hier drin? Nein, so. Jetzt komme ich raus bei. Genau. So, die Magma Cream und die Lohan brauche ich hier zum Browhen. Das heißt, die Lohan kommt hier mal mit rein. Und die Magma Cream kommt hier auch mit rein. So, gut. Dann das. Genau, das wollte ich dahin haben. Das wollte ich dahin haben. Das war so geplant. Ach ja, hier. Kommt ihr rein. Und den Rest räume ich auch noch auf. Knochenmehl brauche ich eigentlich zum. Hallo. Ich habe Mitbewohner. Yay. Ich freue mich. Juhu. Geil. Damit rein. Damit rein. So, Helm müsste hier sein. Genau, dann müsste hier nämlich Panzer sein. Hier das hier und da. Ist gut. So. Also wie gesagt, die Part war lang genug. Ich werde den Part beenden. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Minecraft, indem wir versuchen, das hässliche Haus da oben zu reparieren. Also dann, bye!